Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tekton. Ich will jetzt schon wieder Tekton sagen. Tech World 2. Ja, ihr seht schon, ich habe ein anderes Texture Pack drin. Warum? Komme ich gleich zu. Erstmal, Entschuldigung, dass diese Folge schon ein bisschen sehr spät kommt, aber ich hatte heute bis 2:30 Schule, durfte dann direkt weiter zum Augenarzt flitzen und das war da so voll, ich wusste nicht, wie lange das dauert und ich habe einfach nur gewartet. So, was habe ich so Neues gemacht? Habe hier ein paar Erze verarbeitet. Also, sollte man sehen. Ja, was habe ich noch gemacht? Habe ich ein Dia? Ah ja, ich habe ein Dia gebraucht für den Atomreaktor, stimmt ja. Hier unten wollte ich eigentlich ausbauen, bin ich nicht zu gekommen. Warum, werde ich jetzt gleich auch nochmal zu kommen. Hab's Feld nochmal abgeerntet. Da kann. Ne, der Spiele will dann deutlich kuscheln. Oh, der Zombie da will. Na? Was geht, Digga? Was wird für mich? Komm schon. Ja, jetzt. Jawoll, Golden Helmet. Seht ihr? Und so kommt man an die Ausrüstung, ohne irgendwelche Ressourcen zu verschwenden. Jetzt hüpfe ich aber hier mal gerade hoch, weil diese Spinne mich hier aufregt. Und tschüss. Drück mal kurz F. Ne, das war das Falsche. Und dann leuchte ich hier auch nochmal so ein bisschen was aus. Obwohl, wenn ich das hier hinmache, reicht das. So. Da kann noch was spawnen, aber das sollte ich suchen. Ja, hier kommt eh irgendwann auch so eine Magma-Torch hin. Oh, zum Glück kommt sogar auch, aber das mag ich nicht. Und da. Okay, machen wir wieder aus. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, ihr wisst gar nicht, was ich da alles durchgemacht habe während der Zeit. Also, um kurz zusammenzufassen. Ich weiß, am letzten. Das müsste vorgestern gewesen sein. Ja. Ja, wenn die Folge auch noch rauskommt. Also wenn es heute, nehme ich gerade auf, am 21.10. am Dienstag, wenn die Folge heute noch rauskommen sollte, war es vorgestern. Ansonsten vorgestern. Ach, ich war einfach letztes Wochenende auf einer LAN-Party. Ja, und da ist mir dann einfach mal randomweise komplett Java abgeschmiert, durfte ich komplett neuen drauf klatschen. Ja, vielleicht kennen Sie schon einige das Problem. Ich muss mich teilweise noch an das Hackshop gewöhnen. Für die, die das Problem nicht kennen sollten, Java hat da so ein, oder gesagt, ein paar Modpacks, haben ein paar Rumzickereien mit, sag mal schnell, mit Java Version 8 Update schlagtisch tot. Auf jeden Fall, ich hatte halt dieses Update da drauf gehabt und es hat einfach nur offiziell gestartet, aber es kam nichts. Hatte auf jeden Fall, also schätze, hat auch wieder gedownloadet und alles. Ich denke nur, was ist denn jetzt kaputt? Bis ich dann erstmal drauf gekommen bin, dass die Java-Version kacke ist. Oh. Eine Cultivated One. Ich mixe gerade einfach so ein paar Bienen zusammen, was geht. Vielleicht haben wir es gerade im Hintergrund gehört, oder ist irgendwie gerade mal Heizung angegangen. Heute ist ja auch ein arschkalter Tag gewesen. Kommt gibt man schon ein bisschen XP. Jo. Hemp, kann man, haben wir davon schon was gehabt? Ne, das wollte ich ja anpflanzen. Komm, mach mal, wir mal Hemp Seeds. Ich finde das teilweise auch ein bisschen komisch. Es sind Hemp Seeds, aber man kann eine Pflanze damit machen. Ich will mal schauen, ob man das so stark anpflanzen kann, wie Sugarcane oder so weiter. Nehmen wir mal hier ein Kreuz. Moment. Muss das jetzt auf der... Ah. Okay. Now he coded. Ja.
Auf jeden Fall, Java ist dann halt abgeschmiert, durfte ich komplett neu drauf installieren. Da hatte ich gecheckt, okay, funzt nicht. Auch gut. Habe ich dann noch ein bisschen weiter geprobiert und bis ich dann endlich herausgefunden habe, da sind Tage teilweise vergangen. Aber ja, da habe ich mir auch dann, weil ich ja noch das Texture-Pack installieren muss, habe ich gedacht, ja komm, kannst du auch gleich ein anderes, ein schöneres draufklatschen. Da habe ich mich jetzt hier für das Invictus entschieden, ist von Zoa 49. Das ist halt vom Zoa-Textmacher, wie der Name schon sagt. Na, ja, der hat noch einiges drin. Ist aber, glaube ich, so, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht direkt Zoa-Text, sondern irgendwie so ein Nachmacher oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall, es sieht wie Zoa-Text aus, aber schöner finde ich. Aber naja. Was wollen wir heute machen? Da ich halt nicht so wirklich viel Zeit habe, oder gesagt, da die Folge nach heute raus muss, würde ich sagen, machen wir erstmal das Sawmill, damit wir wenigstens ein bisschen was gemacht haben. Wir brauchen ein Machine Frame. Brauchen wir noch einen über? Glaube ich nicht. Also dürfen wir noch eins da. Ne, nicht eins selber. Eine Reception Coil brauchen wir, jawohl. Zwei Holz. Was war das noch? Zwei Copper. Glas haben wir noch hier, jawohl. So. Machine Frame fertig. Und wir brauchen dann eigentlich nur noch die Iron Axe. Das war es dann auch schon. So, Machine Frame. Copper da. Und dann nehmen wir einfach hier die Holzreste. Das sollte klappen, jawohl. Und wir haben eine formschöne Sawmill. Die Sawmill stellen wir auf. Pumpt sich dann auch gerade mal schnell voll. Der soll noch genug Strom bekommen. Jawohl, das sieht doch sehr schön aus. Was macht die Sawmill? Die Sawmill, wir schmeißen da jetzt einfach so ein bisschen dieses formschöne Wobblewood rein und wir bekommen 5 Holz und einen Ball of Glue. Was ist dieser Ball of Glue? Man sieht schon ein bisschen. Die Rezepte kommen bekannt vor. Okay, die vielleicht nicht so wirklich. Ein Safari-Net, hä? Slime im Beginning. Ganz einfach. Ich würde jetzt hier sollte es Klick machen. Und zwar ist der Ball of Glue nichts anderes als ein Slimeball. Ist ein schöner Slimeball-Ersatz. Finde ich auch recht cool, dass man die so einfach bekommt, diesbezüglich. Ja. Und was ich besonders vorhabe mit diesem Wort, ich wollte hier unten den Boden aus Jungle Wood machen. Werde ich einfach jetzt mal ein bisschen was machen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr vielleicht jetzt auch nochmal die nächsten Tage so sehen wollt, weil ich habe da wirklich, wie gesagt, noch so nicht so wirklich einen Plan, was ich machen will. Vielleicht fange ich schon mal mit der Baumfarm an. Da wollte ich ja nicht so eine 0 auf 15 Planter Harvester Farm machen, da wollte ich ja eine schöne Forestry Farm machen. Weil ich ja schon ein bisschen mehr Aufwand finde. Und auch eine gute Idee, um Earth wegzubekommen und Sand herzustellen. Weil das ist ja so ein kleines Problemchen, wie man schon bei mir mitbekommen hat. Sand. Kann man auf jeden Fall schön verbauen, finde ich. So. Ich werde auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich dann bald mal Road Cherry Craft ein bisschen was durchlese. Ich habe mir das jetzt einmal hier so ein bisschen auf, nicht AFK, offscreen angeschaut. Hat ja auch schon mal in der letzten Folge gesagt, dass ich den Extractor, ja, dass ich Spitzhacke kaputt, das war jetzt klar, dass dieser Extractor nicht so schwer zu bauen aussieht. Habe ich recht? Habe ich mir mal im Singleplayer angeschaut, im Creative. Und der liebe Backermann LB, sollte ja noch bekannt sein vom RIT, hat mich dann auch nochmal angeschrieben und gesagt, ey du bist doch bescheuert, das ist zwar nicht einfach, aber der muss ja noch betrieben werden. Habe gesagt, bevor ich mich anfängst jetzt hier zu hauen, nee, ich mach Spaß beiseite. Auf jeden Fall, er hat mich angeschrieben und gesagt, das ist nicht das Problem, den zu bauen, das ist das Problem, den zu betreiben. Und genau das ist mir dann auch schon aufgefallen, als ich ihn mal aufgestellt hatte, und zwar braucht, ach du Kacke, also der braucht echt einiges, wenn ich das mitbekommen habe, wenn das ganz komplett in Rotary Craft ist, das wird lustig.
Ich habe auf jeden Fall jetzt mal so ein bisschen was verstanden. Also zum Beispiel dieser Grinder kann die Erze verdreifachen. Also man bekommt dann aus einem Iron Ore drei Iron Flakes, die man backen kann zu einem Ingot jeweils. Also ein Ore quasi dann drei Ingots. Ja. Was habe ich noch gesehen? Die brauchen irgendwie Torque und so weiter und kWh, also Kilowatt oder so, oder und auch schlacht mich tot. Also es wird auf jeden Fall lustig, wenn wir nochmal mit Votorycraft anfangen. Aber ich habe es euch versprochen, ihr wolltet das sehen, also mache ich das auch. Und naja, also ich spreche mir dann glaube ich schon irgendwie so ein bisschen diese eine Folge, wo ich dann erklären muss, wie das Ganze geht. So, jetzt haben wir hier unten schon vorm schönen Boden verlegt. Machen wir uns hier das Bett hin, schön im Atomreaktor. Nee, jetzt werden da schon noch ein paar weitere Häuser kommen. Das, ist das Hemd schon gewachsen? Das sah gerade so aus. Lege ich mich auf jeden Fall gerade mit schlafen. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht in den nächsten Folgen mal mit der Baumfarm anfangen. Wir können ja jetzt schon mal was anfangen. Schauen wir mal at Forestry. Wir brauchen dafür diese Farmlöcke. Ah ja, das war das Problem, diese 10 Electron-Tubes. Das muss ich gerade rechnen. Kleinzahl meine ich 3 mal 3 mal 4. 3, 9, 36, wenn ich mich nicht vertue. Ach, machen wir doch einfach schon mal diesen Thermionic Fabricator. Oh, sogar richtig geschrieben. Da braucht man ein Sturdy Casing und Gold, Glas und eine Truhe sollte drin sein. 3, 4, 5, 6. Ich sehe auch jetzt erst, dass ich noch die nicht liege. Wo ist denn da? Nur noch. Wow. Ich muss auch noch die. Die Minimap wieder einbauen. Ah, da ist es denn also. Bevor es kommt, ey, das Video ist asynchron. Nein, ist es nicht. Ich habe einfach nur gerade so ein bisschen Schwert gezündet. Aber ich habe jetzt auch schon mal die erste Resonanz gesehen und freut mich, dass das Let's Play trotzdem so schön geguckt wird, auch wenn es halt im Singleplayer ist und so weiter. Nach der Geschichte. Freut mich, dass ich da doch so eine schöne Community schon aufgebaut habe. Weißt du was? Das sieht nicht schön aus. Ach, ja, super. Nee, da. Hallo, machen wir so. Kannst du nach links auch noch rausgeben? Jetzt sagt nicht der Bot. Dann machen wir doch eben so. So, der braucht jetzt auf jeden Fall. Sand, dann nehme ich einfach mal so 16 mit. Nehme jetzt Stack Redstone und Stack Zinn mit, weil wir halt 10 Electron Tubes brauchen. So, wie wurden diese mal aufgebaut? Ich meine, das war so. Eben nicht. Okay, Farm Lock. So viel des Guten, Sand rein und wir haben Glas. Und wir brauchen jetzt 36, wenn ich mich nicht täusche. Sehr schön, das kann dann auch schon wieder raus. Ah, den würde ich jetzt noch nicht stehen lassen, den schmeißen wir mal in die Truhe rein. Hier, das kann auch noch dazu und das kann zurück. Ja, schön, dass ich das sortiert habe, ist alles wieder von Arsch. Haben wir noch mal ein bisschen was. So, kann man das da. Ansonsten kann man hier gar nichts mehr polarisieren. Von dem Erz, okay. Ich muss auch noch Clay finden, fällt mir gerade mal so auf. Was ich aber auch noch brauche ist
Kupfer, okay, das sollte drin sein. Gears, wir brauchen. Schau jetzt mal gerade auf die Ohren, ich glaube, die Folge ist schon vorbei. Tut mir leid, dass die Folge jetzt schon leider vorbei ist, muss ich aber noch rendern und hochladen. Ihr wollt ja auch noch eine Folge heute haben. Wenn nicht, dann habt ihr schon mal einen für morgen. Dann könnt ihr mir aber schon mal in die Kommentare schreiben, was ihr halt in der nächsten Aufnahme sehen wollt. Ich werde jetzt bestimmt keine mehr machen. Ich komme gerade, wie gesagt, eben noch vom Hautarzt, vom Augenarzt. Habt eine Augenweitung bekommen über Tropfen oder so weiter. Keine Ahnung, was das war. Auf jeden Fall, ich sehe gerade ein bisschen schlecht, und so würde ich keine Aufnahme starten. Also keine Daueraufnahme. Das war jetzt halt ganz kurz nochmal, damit wir sowas gemacht haben und ihr was zu schauen habt. Gut, auf jeden Fall, wenn euch diese Folge dann trotzdem gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mir in die Kommentare, klatscht es mir rein, drückt es mir rein, was ihr wollt. Und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt wieder ist Let's Play Minecraft Tech World 2. Oh, so richtig gesagt. Bis dahin, tschüss.